versuche hier so ein bisschen vorsichtig durchzugehen. Nicht, dass ich jetzt hier gleich was aufwecke, was ich nicht aufwecken möchte. Viel zu teuer. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit eurem Crunchcar und wieder einer neuen Folge von The Last of Us. Es ist Sonntag und Sonntag ist The Last of Us Time. Wir sind aktuell jetzt in diesem Häuschen oder in diesem Hochhaus, in diesem Kaufhaus drin gewesen, was auch immer. Und ja, haben uns hier halt durchgeprügelt gehabt. Mal wieder, ich wollte es ja mal mit Stealth versuchen, aber Stealth ist einfach nicht so meine Sache. Und aktuell weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Das ist auch gut, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob ich noch die andere Waffe habe. Die ist auch leer. Ich bin echt arm dran. Ich bin echt arm dran. Also hier ist ein Exit. Exit ist immer gut. Jetzt werden wir aber nochmal gucken, dass wir die andere Waffe nehmen. Ja, ich muss mal lauschen, ob hier irgendwo was ist. Was sagst du denn dazu, Ellie? Nix, ne? Ist ja auch Wurst. Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Das ist schon heftig. Kommen wir hier rein? Ne, das ist zugesperrt worden. Mal sehen, wo sie hinführt. Ja. Mal sehen. Sie führt erstmal ins Nichts. So. Pass gut auf, wenn du springst. So, jetzt sind wir hier unten. Gibt es hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Das muss man ja vorher mal checken. Ja. Ist immer gut, wenn man sich mal umguckt. Kriegt man gegebenenfalls das eine oder andere doch nochmal mit. Ja. Das ist alles nicht so gut jetzt hier. Es sind mir zu viele Autos zum Schutz suchen. Ich denke mal, hier wird es gleich wieder Action geben. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Planke. Okay. Hauen wir ab. Eine Planke. Ich denke mal, damit können wir was anfangen. Okay. Okay. Wir haben uns nicht gesehen. Das ist ja praktisch. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Ja, komm dann. Kiddo. Wie soll ich dir raufhelfen? Kann man hier rein? Hey, da ist wieder eins von diesen Floßdingern. Taugt das was? Ah. Das ist natürlich praktisch. Warte hier. Mal sehen, wo das hinführt. Jetzt kann ich das wieder nehmen. Klang nicht gut. So aus den ersten Momenten. So, rückwärts schwimmen.
Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Na komm, hoch. Hüpf. Jawohl. So, jetzt paddeln wir sie davor. Und dann kann sie jetzt die Planke bewegen. Und dann komme ich da auch hoch. Leg das Brett so hin wie die. Ja, das ist so eine Sache. Dem irgendwie hoch. Komm schon, Joel. Das kannst du doch wohl. Na ja, gut, gucken wir uns erstmal hier um. Oh. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Was hast du bestellt? Nur Kaffee. Alles mal mitnehmen, was wir hier so haben. Was wir gegebenenfalls noch gebrauchen könnten. Schade, hier war nichts drin. Ich würde mich über ein bisschen Munition freuen. Aber anscheinend ist Munition eine Mangelware. Komm, Ellie. Sei kein Frosch. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Alles klar, Ellie. Komm runter. Edel. Waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Versuche hier so ein bisschen vorsichtig durchzugehen. Nicht, dass ich jetzt hier gleich was aufwecke, was ich nicht aufwecken möchte. Nein, das war viel zu teuer. Oh, jetzt ging die Sprachsequenz gerade weiter. Zwischen den beiden. So ein bisschen umschauen. Kann ja nie helfen. Mal sehen, was wir finden. Genau, erstmal gucken, was wir so finden. Hier Medizinkrams, mit dem wir eine Verbesserung später machen könnten. Bisschen Scherenkram. Was ist denn hier noch so? Okay. Ja, ein paar Waren. Das war nichts Wichtiges. Oh, hallo. Ich checke für eine Nacht ein und nehme Ihre beste Suite, bitte. Was soll das denn? Du bist echt eine Marke. Oh, scheint da die ersten Anfreundungen stattzufinden. So, also so einfach kommen wir da nicht drauf. Geldautomaten sind jetzt zu der Zeit, glaube ich, auch nicht mehr so wichtig. Oh, warte mal. Nee, doch nicht. Ich dachte, da kommen wir einfach hoch. Hier kommen wir auch nicht einfach hoch. Das wäre auch zu einfach, wenn man was einfach wäre. Ah, hier. Eine Leiter. Die packen wir da einfach an diesen Vorsprung, der offen ist. Das lädt zumindest dazu ein. So, hart platziert. Hoch mit dir. Und jetzt doch. Na, kommst du hinterher? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. So, weiter hoch.
gucken, was uns hier so erwartet. Vorsichtig. Ich habe mal kurz geguckt, aber sieht gut aus. Jetzt könnten wir hier raus. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Was mal hier reingesprungen. Cool, Mann. Immer. Oh Mann. So. Eine Eisenstange. Können wir hier weiter? Fast nicht danach aus. Das ist natürlich doof. So. Jetzt scheint Stealth auch endlich mal zu klappen. Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Ich bin ja nicht so der Held drin. Jetzt laden wir die mal kurz nach, damit wir ein bisschen Munition haben, falls es hart auf hart kommt. So, wo ist denn der andere? Plündern wir erstmal, was das Zeug hält. Ist da was drin? Ja, Munition. Sehr gut. Wo ist denn jetzt der andere hin? Würde ich auch ganz gern noch außen knocken, aber an und für sich können wir auch einfach mal hier weitergehen. Das war knapp. Was hast du so mit? Nix? Ah, toll. Hat sich ja wieder gelohnt. Da ist noch einer. Ist das nur einer?
fürs auch. Haben wir sie auch toll aufgeschreckt. Ja, mal los. Auf, Penner, na los. Joe, links von dir. Ja, so viel zum Staff-Einsatz. Und wir laden hier mal kurz nach. Was hat denn der in der Hand? Oh Mist. Jetzt haben wir noch jemanden aufgeschreckt aus dem unteren Stockwerk. War ein bisschen laut. Aber ja gut. Schrotflinten sind halt laut. Müssen wir mal gucken, wie der hochkommt, wann der hochkommt. Da läuft er. Da läuft noch einer. War alle noch im unteren Stockwerk unterwegs. Diese Scheißkerle. Ja, Ellie, da hast du recht. Cool ist auch definitiv anders. So, nochmal nachladen. Der andere ist nicht da. Boah. Gut, dass du mich gewarnt hast, Kitty. Das war aber auch eine Reaktion par excellence. Die hat quasi ihresgleichen gesucht. Boah. Nix, scheiße, Joel. Werd dich abfackeln! Du wirst brennen, Arschloch! Oh. Warum sind denn hier noch so viele, ey? Mir da echt Sorgen drum, dass da so viele sind. Ja, das mal mitnehmen. So, das ist ein Ziegel, das ist Bettzeug, aber wir brauchen jetzt definitiv sowas hier. Wir gehen hier mal raus. Frage ist, bringt uns das was? Nee.
Okay, und die andere Frage ist, wo müssen wir jetzt eigentlich dahin? Na, wir gehen einfach mal hier weiter. Exit. Exit klingt immer gut. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Könnten wir bitte erstmal kurz noch ein bisschen hier gucken? Bitte. Danke. So. Aufzug aufmachen. Den Aufzug machen wir leider erst beim nächsten Mal auf. Die Zeit ist nämlich leider schon wieder abgelaufen. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Ich war ein bisschen ruhiger gewesen zwischendrin, weil auch viel Action war. Aber ja, das kennen wir ja von Last of Us. Da gibt es ja auch viel Geblabbel nebenbei. Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir dann den Aufzug auf. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei mit eurem Crunchcow auf Amüsiertablette. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.